Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mafia 2. Naja, wir haben was vor, einen großen Drogendeal, wo ich glaube aber, dass das nicht gut ist. Weil damit kommt immer der Stress mit den... Meine Herren, oha. Scheiße, eine Falle. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Stellen Sie die Koffer an. Schöne Schuhe. Mal, das sind gar keine Bullen. Legt sie rum, Jungs! Schieß mich doch! Wo kann ich mich verstecken? Sicher die Rückseite, Vito. Gib mir Deckung. Hier, du Wichser! Du bist mausetot! Da kommt noch mehr! Gut gemacht. Aber es sind immer noch zu viele. Komm! Scheiße, wir können nicht zurück. Haut ab! Bewegt eure Ärsche! Ist das alles? Sicher die Rückseite, Vito. Ich sichere. Bleib von den Fenstern weg. Ich sehe gar nichts. Du bist ja mein Mann. Vito, bitte die Tür an! Was? Verdammt, Vito, bitte! Ich bin hier oben zu bleiben. Gehen wir runter. Los, meine Munition ist bald alle! Chinesen, ey. Ich hab doch gewusst, dass das faule linke Säcke sind. Wir werden nicht so zu. Aha. Gib mir Deckung, Vito! Halt ihn an, Vito! Ja, ich sehe nicht mal! Gib mir Deckung! Das ist alles? Dann blüht dir was! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Du bist scheiße, du Arsch! Du bist mausetot! Helft mir, Leute! Du hast dich erwischt. Ach, nicht schlimm. Warum lehnt er sich denn an die Wand, wenn ich laufen drücke, Mann, Herr Idiot, ehrlich? Okay, Jungs, das Schlimmste hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe, dann sind wir durch. Klingt gut. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Kann man nicht überspringen? Habe ich im Zahn was hängen. Meine Herren? Scheiße, eine Falle. Sicher die Rückseite, Vito. Gib mir Deckung. Da kommt noch mehr. Gut gemacht. Scheiße, aber es sind immer noch zu viele. Haut ab! Die oder kommen die nicht? Bleib von den Fenstern weg! Vito, bitte die Tür ein! Hier oben zu bleiben. Gehen wir runter. Worauf wartest du? Tritt sie ein! Ja. Voll eingetreten. Los, los, ich geb dir Deckung. Lad nach. Lass du auf! Gib mir die Deckung, Vito. Hier bin ich, Drecksack. Los jetzt! Zack, zack! Volltreffer! Ich schnell. Los, Rico, los, geht's. Bist du okay? Ah, ist nur ein Streifschuss. Ich
Hammer alle. Los, leg den Wichser um. Können wir noch hier kommen. Komm raus aus deinem Rattenloch. Siehste? 7 Schuss. Was haben wir noch? Ah, nur noch diese. Ach, da geht's runter. Ist ja keiner mehr. Ich habe ja alle getötet. Jungs! Los, zeig dich! Du schießt wie meine Schwester. Okay, Showtime, Vito. Er gehört mir. Hey, ich hab was für dich. Schieß doch! Los, Vito. Los nur, du Wichser! Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Ich bin der Beste. Peak. Alles klar? Okay, das war's, oder? Warte, ich will mich nur kurz umsehen. Nach, naja, weiß ja, Heftchen. X-Heftchen. Hier gibt's 100 Bronheftchen, bin mir ganz sicher. Die Chinesen, weißt du. Die keine Waffen, was ich aufheben kann? Munitione? Hä? Ehrlich? Ah, doch, hier. Der hatte was. Der hat was. Wo ist der Rest vom Schützenfest? Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Wir geben nicht alles her. Dachte, ich finde noch ein Heftchen, aber scheint nicht so. Oh, hängt mir das Zeug in den Zähnen. Draußen läuft einer. Meiner. Gib mir Deckung! Hey, geh doch! Hey, du Arschloch! Hier! Alles klar? Wir kriegen ihn! Okay, Showtime, Vito! Showtime! Boah, den hab ich nicht gesehen! Wo ist er denn jetzt? Komm raus aus deinem Rattenloch! Hast du das beim Militär gelernt? Scheiße. Hey, jetzt werdet ihr deine Freunde nicht mehr helfen! Immer noch so hart der Lebenskalender. Was haben wir denn hier für Waffen? Ja, wusste ich's doch, dass dieses Ding in die Luft geht. Oh, hier alles. Ich habe keine Lust nach dem blöden Ding, ein Heftchen zu suchen, ehrlich gesagt. Oh, Entschuldigung. Das
Die laufen mir genau hinterher. Ja, wenn der Vito ins Feuer läuft, dann laufen wir natürlich hinterher. Wäre gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden, ins Feuer zu laufen. Ich will nur mal schauen, wie das Heftchen. Ja, aber das war's dann aber auch schon. Komplett. Hier raus, oder? Wo geht's denn hier raus? Hier wahrscheinlich. Nee. LKW? Durchfahren? Die Mauer? Nee, auch nicht. Okay, wo geht's lang? Wo gehen die lang? Mal schnell durch den Zaun durchgewandert. die laufen. Auch nicht. Alter, was muss ich machen? Klettern? Ne. Ah, hier, oder? Ne. Hier noch eine Tür. Auch nicht. Hier unten durch, oder? Ne. Ja. Hier? Nein. Wieder zurück, oder was? Aber hier... Oh, das große Tor habe ich gar nicht aus... ja, natürlich das große Tor. Moment, was steht denn da? Verschwinde hier. Ich würde am liebsten den Chinesen lieber umbringen. Jetzt haben wir keine Kohle. Oder haben wir die Kohle? Hat er die Kohle dabei? Nein, er hat keinen Koffer dabei. Scheiße! Das war knapp. Wie scheiße? Fahr zum Lagerhaus Evergreen Street. Okay. Mit was? Die haben unser Auto. Jungs, klaut mal ihr ein Auto, nicht mehr ich. Ihr Mitläufer. Also in die Richtung. Hallo, Sir. Lady. Minister. Minister. Mister. Also keine parkenden A, ja. Ich bin ja nicht sogar bald. Scheiß Chinesen, echt. Corona-Idioten. Kann sie nicht leiden. Schlitzaugen mittlerweile. Japaner mag ich. Höflichste Menschen ever. Los, rein, bevor ein Bulle kommt. Was zum Teufel sollte das, Henry? Keine Ahnung. Jemand muss von dem Geschäft erfahren haben. Das waren definitiv nicht die Bullen. Vielleicht haben es die Schlitzaugen auf uns abgesehen. Das bezweifle ich. Ich find's raus, aber wir müssen erst das Zeug abladen. Vito, bring uns zum alten Lagerhaus in Hunters. Okay. Ich hoffe, der Deal läuft besser als der letzte. Wird schon. Schlimmer kann's ja kaum werden, oder? Also, an wen verkaufen wir das Zeug? So ein paar Typen. Oh, Moment. Was meinst du mit so ein paar unterschiedlichen Typen? So ein paar Typen? Ja, warte, wir machen uns erst mal aufgeworfen. Hattest du nicht gesagt, dass wir den ganzen Mist einfach von hier nach da schaffen? Sag, Mr. Skeletor. Ja, wir machen viel mehr Kohle, wenn wir kleine Päckchen verkaufen. Das hätte ich gern gewusst, bevor ich mich darauf eingelassen habe. Wenn ich das so im Park gesagt hätte, wärst du wohl nicht mitgekommen. Exakt. Hey, du kannst dir bestenfalls die nächsten 30 Jahre für Eddie und Carlo den Arsch aufreißen. Bis du entweder abgeknallt wirst oder wieder im Knast landest. Das große Geld verdienst du nur, wenn du was riskierst. Und habe ich dich je enttäuscht? Tja, da war die Sache mit der Preisaufsicht. Und wir sind fast draufgegangen, als wir den fetten Typen in der Schnapsbrennerei umgelegt haben. Okay, schon gut. Nach heute zählt das alles nicht mehr. Auf nach Hunters. Und keine Sorge, ab morgen müssen wir uns nie wieder mit diesen Dreckskerlen abgeben. Es sei denn, das hier wird zu einer regelmäßigen Veranstaltung. Oh, jetzt ziehen wir erstmal das Ding hier durch, bevor wir große Pläne schmieden, okay? Na, ich sag ja nur. Vito hat recht. Wir stehen das hier durch. Alles Weitere wird ein Kinderspiel.
Return to me. For my heart wants you only. Hurry home, hurry home. Won't you please hurry home to my heart. Ist das der Elvis? My darling. Bitte, such dir ein Motiv aus. If I hurt you, I'm sorry. Forgive me. Such dir eine Farbe and aus. Wobei, rot. Oh, gelb, machen wir so. Kann man auch noch nicht. Vielen Dank, Kumpel. Danke für den Besuch. Hurry back, hurry home to my arms, to my lips and my heart. Auf der anderen. Das ist halt jetzt nicht. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Hier? Wir sind da. Wir sind da. Lass mich reden. Das sind harte Jungs, also keine schlauen Sprüche. Wen verstanden, denn? Joe? Wen? Ah, hier. Harte Jungs. Schwarze Brüder. Hey Leute, wie geht's? Hey Mann, kommt rein. Scheiße! Oh, verdammt! Scheiße! Volltreffer! Jungs, wir haben den Jackpot geknackt! Krieg dich wieder ein, wir sind noch nicht fertig. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Macht Geld dich plötzlich nicht mehr glücklich? Wenn Bruno seine Kohle hat und wir unseren Anteil, können wir glücklich sein. Ist ja gut, ist ja gut. Ja, Joey. We'll be right back.
anders, ja. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better take the ring from me. Einfach mal weggeballert. Oh dear, they call her Nanny Go. To make it pretty baby, you're not the Joey. Oh dear, they call her Bellcat. To make it pretty baby, I'll finally have. Natürlich kennen alle wieder, wenn ich arbeite. Jetzt kommen die Ladies. Bam, badam, das bleibt doch nie geheim, das erfährt der Angelo auf alle Fälle. Oh, jetzt habe ich es aus dem Zahn endlich heraus. Und juhu. Der rote Drache. Joseph Papp im 24. September 1951. Krieg ich nicht mal ein Trinkgeld? Trinkgeld? Ich höre wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwör schon endlich ab, Süße. Hey, Gina, willst du zu mir reinkommen? Hey, ist da drin noch Platz für drei? Kaschink, und jetzt? $5,000? $500? Der ganze Job für... Wo sind die denn in der Badewanne? Was ist denn mit ihr los hier? Seit wann lesen? Naja. Küche? Hier. Ich will keine Cola, ich will ein Bier. Gluck, 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 gluck. Dann gehe ich ins Bad zu dir. Ich dachte, die war... Aha. Mit Strümpfen badest du? Und BH? Nicht schnackig? Sollen das? Ich kann nicht rein. Wieso muss ich an Joeys Telefon gehen? Geh doch selbst ran. Unfassbar. Barbara ist Bordell. Hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Vito, hier ist Henry. Wir haben ein Problem. Oh, was für ein Problem? Eddie war bei mir. Falcone wusste von dem Deal und hat ihn geschickt, um seinen Anteil zu kassieren. Na, wie viel? 60 Riesen. Mist, so viel? 60? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es reicht nicht mal mehr für Bruno. Komm in den Park. Ich will nicht am Telefon darüber reden. Okay. Ich bin gleich da. Falcone, du Wichser, 60. Joe, wir müssen los. Was hat er da, Tiger? Komm jetzt, Joe. Ich erzähl's dir unterwegs. Baby, da ist die Tür. Da, ja. Da ist die Tür. Erzähl's dir unterwegs. Erstmal müssen wir Klamotten anziehen. Also ich bin noch nie in den Rennfahrerklamotten rumgelaufen, die ziehe ich jetzt mal an. Ja, genau die. Wie schaut das aus? Mit Helm. Na gut, scheiß drauf. Da, jetzt Tür offen. Ach nein, ich kann nicht mit Helm rumlaufen, ich schwöre. Das ist einfach zu dämlich. Na? Wo ist denn das nur mit Hemd? Ich hatte doch einen schwarzen Anzug. Wo ist denn der? Okay, der Motorrad klopft. So kennen mich die Bullen. Wie ist hier? Ich brauch Stiefel und ein Gewand. Oh la la, das ist so unter aller Hand. Heute fahren wir mit dem, der ist mein hier. Empire Classic Radio News. I'm Gary Stevens. What looked to be a tragic tale of the murder of several police officers turns out not to be the case. Initial reports from the scene. Wo bin ich? Ich bin hier. Ich will.
Ah, auf dem Weg. Okay, wir tun den nochmal schnell. Oh, der Sound. Bloß nicht in den Karren. Scheiß Taxi. Mir fast am besten. This is ECLA News. I'm Gary Steen. Hey! Oh, ist ein Glück, hey. Ich wollte die Scheiße schießen, Mann. Kratze hinten an der Schuhscheibe. Nein, hier am Puffflügel, ich seh's. Halt! Bells will ring, tingling-a-ling, tingling-a-ling, and you sing the tabelle. Belle. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar and belle. When the stars make you cool, just like a pastel. Moment, hab ich noch genügend Kohle? Leer. When you dance down the street with a cloud in your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Der bescheißt uns. Falcon wusste gar nichts. Wunderbar, bescheißt er uns. Und krallt sich die Kohle selbst, der kleine Bastard. Bei Gesang und Dead Star Water, aber da ist das ganz was anderes. Dead Star Water. More, keine Ahnung was das ist. Tippitippitä. Wo rockt denn der jetzt? Irgendwo da im Park, oder? Naja, voll Panik, hast du gesehen? Ah, ich muss... Henry ist nicht wiederzuerkennen. Er hat den letzter... Was ist denn da los? Was ist denn da los? Scheiße, das ist Henry! Was machen die da mit ihm? Was waren das? Chinesen? Man hat die Gesichter nicht gesehen. Er ist bewaffnet. Gib mir Deckung. Hast du das beim Militär gelernt? Das ist alles? Dann blüht dir was. Hast du Schiss, Arschloch? Los, Vito. Nein, oh, explodiert nicht. Verdammt! Oh nein. Wer macht denn so eine Scheiße, Vito? Er ist doch kein Verräter. Diese Kerle sind doch pervers! Scheiße! Wer ist was? Sag noch was, komm schon! Jawohl. Sieh dir das an, Vito. Ist denn so eine Scheiße zu fassen? Das Geld ist hoch. Komm, wir besuchen jetzt diesen scheiß Juden, der die Schultern halten. Die Cops kümmern sich um Henry. Hey, das ist der Alte, der uns den Stoff verkauft hat, Wong. Okay, los zu Wong. Kann man nur so grausam sein? Eine Kugel hätte doch gereicht. Die Drecksäcke sind krank im Kopf. Die werden dran glauben. Und zwar alle. Ich meine, ja, wir machen jetzt einen Wong. Ching Chong aus dir ein bisschen. Ich sagte ja, dass sie krank sind. Scheiße. Aus denen mache ich einen scheiß Chop Sui. Hey, ganz langsam. Japaner schon. Ja, nicht mal gut. Sind. Höflich.
spielt keine Rolle. Henry ist tot. Willst du, dass sie uns auch kalt machen? Wir müssen jetzt clever sein. Mir egal, wie wir das anstellen. Kopiere, sie sind danach Mause tot. Aber da sind womöglich mehr als zwei von denen. Na und? Je mehr, desto besser. Aber wir sind nur zwei. Kannst du Carlo erzählen, was für eine Scheiße wir stecken und ihn bitten, Verstärkung zu schicken? Okay, ich hab's kapiert. Dann versprich mir, dass du nicht wild um dich ballerst wie immer. Doch, wir müssen ballern, sein, bis wir gefunden haben. Okay. Keine Karre. Oh, der ist schon weitergefahren. Ja, lass deinen Koffer fallen. Mein Gehweg wie ein Wirt. Geil. Ich will auch so ein Auto haben, ey. Echtes. Für mich vielleicht zu Hause. Ja? Zu Hause. Für mich allein der Hornbrauch ist so ein Amerikaner, der so blubbert. Wie mein Alte, wenn es eine Flasche Bier schluppert. Genau den will ich haben. Langsamer, Vito, du fährst zu dicht auf. Ich weiß, ich bin ja nicht blind. Da hat es klick, klick, klick gemacht gerade. Was? Hier geht langsam das Benzin aus. Das ist verarscht. Geht's Benzin aus. Wir haben auch einen Turbo drin. Ja, die Bullen natürlich. Ja, ja. Was ist denn die Benzinanzeige? Oh Gott, ich bin nicht auf Reserve. Es hat geblinkt, so bing, bing, bing im Gelb. Gar nicht gewusst, dass im Spiel das Benzin ausgehen kann. Boah, jetzt schon wissen wir, wo das Schwein steckt. Bei 32. Gut, dann nichts wie rein. Video ist rum. Ab, bevor er sich mit dem Geld absetzt. Warte, zuerst brauchen wir mal vernünftige Artillerie. Wir können entweder zu Harry fahren oder wir machen die Ärsche gleich kalt. Du musst es nur sagen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Mafia. Lügen, Intrigen, Dealereien und Diebereien. Lasst alles da, was ihr da lassen wollt. Kommentare, Abos, Likes, Dislikes. Und wenn ihr einen Kommentar macht, dann macht die Glocke an, dann verpasst ihr keinen Kommentar. Nee, Schmarrn. Das andere meine ich natürlich. Ciao, ihr Opfi.